Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist so schön, dass du wieder zu mir gefunden hast. Mein Name ist Monika. Ganz herzlich willkommen, meine lieben Königinnen und Könige der Erde, meine lieben Stiergeborenen. Dies ist das Reading für euch im Bereich des Reichtums. Das ist der vierte Lebensbereich im neunteiligen Bagua und er gehört dem Element Holz an. Holz ist alles, was grün ist in der Natur. Genau. Und auch ganz herzlich willkommen, meine lieben Schlangegeborenen in der chinesischen Astrologie. Ihr korrespondiert mit unseren lieben Stiergeborenen. Und ja, die Schlangemenschen sind meist sehr harmoniebedürftig und auch oft geheimnisvoll. Sie sind nicht gleich so offen zu jedem, sondern sind erstmal ein bisschen vorsichtig, sind sehr schillernde Menschen. Und das habt auch ihr, meine lieben Stiergeborenen, auch ihr habt venusische Eigenschaften, ja, also seid sehr, sehr biegsam, sag ich mal, weiblich biegsam, ja. Also kein Wunder, dass ihr miteinander korrespondiert, meine Lieben. Oh, jetzt geht mein Telefon. Ich lasse es mal klingeln. Da geht nachher der Anrufbeantworter an. Das ist jetzt auch spannend, gell? Also, das ist jetzt, ja, okay. Naja, also, es hört gleich auf. Genau, und wenn es um den Bereich des Reichtums geht, dann geht es auch häufig darum, zu handeln, meine Lieben, ja, weil, ihr wisst ja, es wird uns nichts geschenkt, es fliegt uns nichts zu und alles, was wir bekommen, braucht irgendwo anders auch wieder einen Ausgleich, ja. Und deswegen, Handeln ist wichtig, wenn einem etwas unbefriedigend erscheint, sozusagen. Und mein Tipp wäre, im Bereich des Reichtums ist es wichtig, reich zu tun. Tut so, als ob ihr reich wäret. Und jeder von uns definiert ja Reichtum anders. Also der eine definiert sich nur über Geld und Münzen, der nächste über Reichtum an Bücher, der ist sehr belesen, ja, und ist gern in der Welt der Religionen, der Philosophien, der Fachthemen. Denn Übernächste fühlt sich reich, wenn er mit vielen Menschen zusammen sein kann, wenn er viele Freunde hat, ja, und so weiter. Der Übernächste umgibt sich mit ganz vielen Pflanzen, ja, und bestellt schöne Gärten, ja, und manche fühlen sich reich im eigenen Reich, wenn sie ihr eigenes Reich gekauft haben, also die eigene Wohnung, das eigene Haus. Ja? Also ihr seht, dieser Begriff Reichtum ist sehr, sehr vielfältig zu deuten. Und mein Tipp wäre, geht dahin, geht an die Orte, wo sich Menschen aufhalten, die es in jeglicher Hinsicht zu etwas gebracht haben. Schaut euch an, wie sie leben und nehmt dadurch Reichtumsenergie in euch auf, ja? Weil diese Energie also folgt unserem Bewusstsein und ihr werdet sehen, wenn ihr euch dort wohlfühlt, ja, dann wird es auch immer mehr in diese Richtung gehen, sozusagen, ja? Wenn ihr zum Beispiel irgendeinen Wunsch habt, euch gefällt irgendein Auto ganz besonders gut oder ein Haus, dann schneidet es aus, ja? Blättert mal Zeitschriften durch, schaut, was euch da gefällt und schneidet es aus und stellt es an einen Ort, wo ihr ganz oft hinschaut, ja? Und wo eure Gedanken so verweilen und immer wieder dahin gehen. Und ihr werdet sehen, irgendwann kommt das auf euch zu. Ich habe nur ein kleines Beispiel.
Ich hatte in der Küche ganz lange Zeit, es war längere Zeit, eine Postkarte stehen, da waren wunderschöne Pferde abgebildet, ja. Und auf einmal zieht eine Frau hier in die Nähe mit zwei wunderschönen Pferden. Und auf die schaue ich jetzt ständig, also die stehen direkt vor mir quasi, unterhalb des Gartens. Also das ist, als hätte ich sie mir so erschaffen, also nur mal so als Idee. Okay. Jetzt schaue ich mal mit dem Botticelli-Tarot, was ich wissen darf für euch, meine lieben Stier- und Schlange-Geborenen, zum Thema des Reichtums. Bekomme ich da jetzt Münzen oder Kelche, Schwerter oder Stäbe? Schauen wir mal in die Energie rein. Ich meine, ihr als Stiergeborene seid ja die Königinnen und Könige der Erde oder der Münzen sowieso schon. Also, und euch, glaube ich, ist auch eine gewisse Stabilität sehr wichtig. Und ihr schaut schon darauf, dass Geld da ist. Ihr seid auch gern, ihr lasst euch gern verwöhnen. Ja, ihr liebt auch so den Luxus. Schauen wir mal. Ui, ich habe zwei hohe Arkana. Das sind wirklich richtig, wow. Richtig tolle Karten, meine Lieben. Schaut mal, ich habe hier die Herrscherin. Ihr seid in der Energie der Herrscherin, wow. Also die Herrscherin umfasst alle Königinnen, die Königin der Kelche, der Münze, der Schwerter und der Stäbe. Ja, sie steht über diesen Königinnen, hat also, sie ist im eigenen Reich. Ja, sie ist schon im eigenen Reich. Ja, sie führt ein Reich an, sozusagen mit allem Drum und Dran, Haus, Garten, vielleicht eigene Firma, sogar noch Kinder, Hund, Katze, Maus, alles Mögliche, ja? Also, wow, das ist schon mal toll. Und hier kommt auch noch die Gerechtigkeit zu euch, meine Lieben, die Gerechtigkeit, die achte Arkana, Justice, la Justicia, la Justice, also die Gerechtigkeit für euch, meine Lieben. Schaut mal hier, die Dame mit der Waage in der Hand. Das heißt, es wird ja einen Ausgleich geben für euch. Wow, also hier kommt irgendeine Gerechtigkeit auf euch zu, die euch längst zusteht, meine Lieben. Wow, das ist ja wunderschön. Und hier noch drei der Kelche. Schaut mal hier, drei Damen, die feiern hier, ja? Drei Kelche, also Kelche, ich reiche dir den Kelch, bin glücklich, wenn ich dich sehe, ich mag mit dir schöne Zeiten verbringen, wir sind vielleicht ein Team, ja, wunderbar, eine wunderbare Energie. In den Kelchen befindet sich meistens Wasser oder Wein und es ist auch im Feng Shui steht Wasser immer für Geldfluss, also. Da kann ja gar nichts mehr schiefgehen, meine Lieben, bei euch. Wow. Jetzt schaue ich noch, ich habe hier so einen Stapel an Karten. Da nehme ich jetzt einfach eine raus, eine Karte. So. Ui. Schaut mal, da kommt auch noch der Schutzengel zu euch. Schaut mal, mein Bild, die Schutzengelblume für euch, meine lieben Stier und Schlange geboren. Schaut mal. Und zwar, sie steht für Beistand, Entfaltung, Schutz. Schaut mal, Beistand. Ihr habt hier den Beistand. Hier. Ihr habt hier zwei Engel an eurer Seite. Und hier meinen Schutzengel, meine Schutzengelblume auch noch. Drei Engel an eurer Seite, meine Lieben. Wow. Helfer sind an meiner Seite. Helfer sind an meiner Seite. Schaut hier, die Engel. Hier ein Engel, da ein Engel. Dort der Engel. Drei Engel. Drei der Kelche. Drei Engel. Genau, wunderbar. Dieses Bild ist sehr geeignet für den Lebensbereich der hilfreichen Freunde. Es ist der sechste Lebensbereich im Bagua und gehört dem Element Metall an, ja? Und wer bringt das Metall hervor? Die Erde. Die Erde steht für die Farben Gelb, Orange, Braun, Ocker, alle Erdfarben, ja? Und hier haben wir auch Orange, Gelb, ja? Also, das wäre das Bild für die hilfreichen Freunde, meine Lieben. Helfer sind an eurer Seite, meine lieben Stier- und Schlangegeborenen. Ist das nicht eine tolle Botschaft? Schaut mal, wunderbar.
jetzt hoffe ich, dass ich euch etwas Sinnvolles mit auf den Weg geben konnte. Ich freue mich natürlich sehr über einen Daumen hoch, ja, als Zeichen der Wertschätzung eurerseits. Sehr über ein Abo natürlich, wenn ihr meine Themen weiterhin verfolgen wollt, freut mich ungemein. Und natürlich auch über Kommentare, meine Lieben. Macht es gut, habt eine schöne Zeit. Bis bald. Servus.